Das ist ein 9 von 10 von mir, für mich. Oh, stark. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Achmed, du darfst nicht hier hinfilmen, nee, weil wir, schon extra hoch, wir sehen hier schon das Schlachtfeld. Leute, wir sind bei L'Osteria heute, dem umsatzstärksten Restaurant Deutschlands. Und diese Mission für mich war heute zu sagen, kann ich das nachvollziehen, kann ich das nicht nachvollziehen, wie bewerte ich das Essen? Ganz viele Kategorien, sogar einen dicken Nachtisch noch geholt und dann kriegt ihr mein Urteil. Für mich wirklich echt richtig, richtig interessant, auch da drinnen und wie das aussieht. Wir konnten auch in die Küche rein, das müsst ihr sehen, auch wie die Pizza zubereitet wird. Und zum Schluss, da, boah, da, also da kommt einiges auf euch zu. Viel Spaß im Video, Leute, lasst den, vor allem den Daumen oben knallen, richtig knallen. Ich würde so gerne mal wieder 10.000 Likes auf dem Video sehen, damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Und dann viel Spaß jetzt im Video. Also, wir sind am Start bei der L'Osteria. Sie ist hier irgendwo, wir werden jetzt reingehen. Ich denke, die ganzen Fakten habt ihr schon mal im Intro bekommen. Denkt natürlich auch ans Kommentar. 50 Euro Gutschein, wie immer am Start. Haut's rein, ich pin random wieder irgendwas an. Aber den bringe ich bei jedem Video. Ja, und dann gucken wir mal, was das umsatzstärkste Restaurant Deutschlands so bringt. Warum gehen die Leute dahin? Muss ja geil sein. Also die Zahlen lügen nicht. Die Leute kommen wieder, den Leuten gefällt's. Und meine Meinung kriegt ihr jetzt gleich gedrückt. Ich muss noch eins sagen, Leute. Hier ist wirklich schöne, entspannte Gegend. Also hier kann man wunderbar essen gehen. Das ist ja hier Innenstadt, in der Nähe, glaube ich, Jungfernstieg hier vorne. Gehoben. Man sieht die Leute, die halten was von sich mal wieder hier in der Gegend. Und da hat sich die L'Osteria angesiedelt. Bewusst, um natürlich diesen Kundenkreis anzuziehen. Und Achmed und ich wären wie die Penner, wie die letzten, nee, das darf ich ja nicht sagen, dann seid ihr wieder sauber. Wenn wir die letzten Obdachlosen, werden wir jetzt in den Laden reingehen. Ach, scheiß drauf, wir werden wie die letzten Penner da reingehen. Wir stehen hier wie die letzten Esel und finden das nicht. Da unten ist das. Oh, geil wäre eigentlich, wenn wir draußen drehen würden, Achmed. So, guck mal da. Also es macht doch viel aus, ne? Stimmung, ich merke es immer wieder, ich esse so viel. Die Stimmung hängt von ab, wie das Essen schmeckt. Letztlich die Atmosphäre, die Bedienung, gute Laune, gutes Gefühl. Und du möchtest ja manchmal auch was erleben. Geht gar nicht manchmal unbedingt nur ums Essen, sondern auch um, ja, einen schönen Abend. Und dementsprechend werden wir jetzt hier mal reinschauen. So, also wir sind hier direkt drin. Wir sind auch angemeldet. Essen geht aufs Haus, das muss ich transparenterweise nochmal zufügen. Moin, mein Lieber. Wir haben einen Termin hier. Er hat mir nicht gehört. Gefällt mir. Weiträumig. Gute Lautstärke. Finde ich im Restaurant auch immer wichtig. Wohlfühlfaktor, kommst du wieder. Ich mag das nicht, wenn man jedes Wort hört, was ich sage. So, jetzt auch privat gerade gesehen, ne? Achmed, was hast du als Eindruck? Gut. Gut bürgerlich oder gut? Gut. Ist das unsere Klasse eigentlich, Achmed? Nein. Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, ob jetzt, aber vielleicht passt es. Bevor wir hier gleich snacken werden, zeige ich euch noch mal ein paar Bilder vom Laden. Das wird echt episch kommen, würde ich jetzt hier runter pinkeln einfach, Mann. Der alte Holle hat's gemacht. Also ich fahre jetzt aufs Essen, gucken uns schöne Karte an und dann gucken wir, was wir bestellen. Der Plan ist 3 Gerichte. Es darf nicht so unübersichtlich sein. Vielleicht dazu noch eine Vorspeise. Nachspeise ist, glaube ich, jetzt nicht so meins. Und dann werden wir den unseren Stempel aufdrücken. Dann gebe ich mal eine Bewertung ab. Also ich habe hier den Kollegen von der L'Osteria, sage ich mal, unseren Ansprechpartner hier. Danke erstmal, dass wir hier drehen dürfen. Sehr gerne. Also ich habe ja erstmal geguckt, das ist von Restaurants, unabhängig jetzt von McDonalds und Fast Food, seid ihr das umsatzstärkste Restaurant in Deutschland tatsächlich. Mit unter anderem, ja, das ist richtig. Ja, und das muss ja irgendwo auch seinen Grund haben. Was sind denn so die Dinger denn, wo du sagen würdest, das ist der absolute Umsatzschlager, das muss ich eigentlich essen? Also tatsächlich, wir haben ja Schwerpunkt auf Pizza, Pasta und Salat. Wenn man jetzt mal aus jeder Kategorie eins nehmen würde, ja, dann wäre das auf jeden Fall bei der Pizza Margherita und Cicio e Picante. Und genau, Pasta an sich geht auch sehr, sehr gut. Die ganz klassische Pomodoro und Spaghetti Carbonara. Also wirklich einfach basic. Genau. Basic ist an sich was, was wir auch gerne essen. Wenn es natürlich handwerklich gut und lecker letztlich ist, dann werde ich das, denke ich, auch nehmen. Also wenn jetzt als erstes, würde ich mal sagen, anfangen sogar mit der Pasta. Und dann lasst euch überraschen, Leute, wenn jetzt eine, sag ich mal, recht basic Pasta essen und ich werde meinen Senf dazu geben und ja, dann kriegen wir nach und nach die anderen Gerichte. Perfekt. Okay, also Leute, ich sollte erstmal mein Maul halten, bevor ich einen Plan habe. Wir werden jetzt die Pasta erstmal holen, dann eine geile Pizza, geiler Belag, die wird danach kommen, filme ich auch für euch ab, seht ihr hier ein bisschen, wie das gemacht wird und so, weil die L'Osteria ist auch sehr bekannt für ihre Pizzen. Ja, und dann geht es in Runde 3 mit einem Überraschungsgang.
Geil, Leute, wir haben jetzt die Nudeln hier am Start. Das riecht mega. So, Leute. Mega nett, die Leute auch hier, wirklich sehr, 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 sehr nett. Riecht wie eine ganz normale Pasta, sieht aus wie eine ganz normale Pasta. Ihr merkt, der Käse ist oben schon ein bisschen zerlaufen. Ist so ein bisschen halt deshalb in sich verklebt, was natürlich geil ist. Erster Eindruck frei raus, einfach komplett basic. Komplett basic, du wirst absolut nicht vom Sockel gehauen. Aber ich glaube, wenn man dieses Gericht bestellt, kannst du auch mit nichts anderem erwarten. Ich glaube, mein erster Eindruck, wenn du dieses Gericht bestellst, bist du zufrieden. Nichts Außergewöhnliches, was du woanders nicht hättest, wisst ihr? Tomatig, leichte Süße, einfach noch so ein bisschen Zwiebeln, Tomaten. Ich kann mich sehr gut hineinversetzen hier, dass dieses Gericht dazu führt, dass die Leute wiederkommen, weil du kriegst einfach das, was du willst. Du bist nicht überrascht, wenn das noch standardisiert ist und du wirklich nicht 5 von 10 mal irgendeinen Müll kriegst. Es ist einfach eine solide Pasta. Ahmed hat mir gerade nochmal Olivenöl drauf gemacht. Er sagt, ich soll es nochmal mit Olivenöl probieren. Wirklich besser. Viel besser, und ich denke, das ist auch das Prinzip hier, du kannst ja dein Gericht gestalten, wie du möchtest. Du hast gutes Salz hier, nehme ich jetzt einfach mal an, das sieht jetzt nicht aus wie das billigste Salz überhaupt. Du hast Olivenöl, du hast Balsamico. Es ist ein sehr basic Gericht, aber du kannst es verfeinern mit Sachen, die auf dem Tisch stehen. Das finde ich geil. Ich muss schon sagen, mit ein bisschen Olivenöl, Ahmed hat mich da gerade echt auf den Trichter gebracht. Am Ende des Tages, Leute, was willst du machen bei diesem Gericht? Du bestellst es, du weißt, es ist basic. Aber verfeinert hiermit eigentlich eine starke Nummer, wie die das machen. Sagen wir mal, eine 7,8 würde ich schon geben. Für mein Empfinden noch ein bisschen kräftigerer Parmesan, vielleicht ein bisschen mehr Parmesan. Das wird, denke ich, noch viel rausreißen, ist natürlich das, was auch teuer wäre bei diesem Gericht. Tomatensauce, Nudeln, das kostet nichts. Da noch mehr drauf, richtig gutes Ding, dann hat das nochmal Potenzial. Aber an sich ist es ein starkes Teil. Wo liegen wir preislich? 9,75 Spaghetti Pomodoro e Basilico. Okay, ja. War eine leckere Pasta. Kann man hier essen gehen? Ja. Gehst du hier vorbei, wenn du Hunger hast, willst du hier reingehen, eine Pasta essen? Ja, würde ich machen. Das im Kurzen. Jetzt werden wir die Pizza hier essen. Bin ich sehr gespannt. Ich sage ehrlich, soll ich jetzt das letzte Mal da, war lange her. Habe ich nicht so stark bewertet, war aber auch einer meiner ersten Pizzatests. Jetzt habe ich eine ganz klare Linie, eine ganz klare Einordnung. Werde euch sagen, was die Pizza in meinem Deutschland-Ranking bringen würde. Aber ich versuche das natürlich auch auf die breite Masse zu beziehen. Warum macht das hier so starken Umsatz? Warum? Sage ich euch. Wir sehen uns jetzt bei der Pizza. Robert, du sagst, euer Pizzateig ist sowieso vegan, ne? Genau, ja. Grundsätzlich kann jede Pizza mit veganer Käse belegt werden. Okay, aber wir nehmen keinen vegan, ne? Nee, ich krieg nochmal. Du bist auch kein Veganer. Nein, also ich esse auch keine richtigen. Hast du schon mal probiert, den Veganen? Ja. Und es, oder ja, also kann man schon machen. Ja? Das ist ganz gut. Gerade für, wenn man Veganer ist, hierher kommt, mit seinen Freunden noch alles irgendwie dann sitzen möchte, haben wir da auf jeden Fall auch was ganz Gutes im Angebot für alle. Und es ist auch jede Pizza tatsächlich nochmal variabel belegt. Okay. War das Käsesoße da unten, die ihr drauf macht, oder? Caesar-Dressing macht unten. Das war auf der Polio denn, ne? Genau. Das Geheimnis von der Losteria wurde gerade geleakt. Uiuiuiui. Echt heftig aus. Das ist schon andere Kreation einer Pizza. Ganz andere Variante mal. Das hat rein vom Geruch, nur das ist immer wichtig, aber es hat so einen Fastfood-Touch, aber zugleich natürlich durch den Salat hier und die Frische, ist es nicht dieses Pizza-Lieferservice-Ding. Aber nichtsdestotrotz, dieser Geruch ist ganz anders auch als jetzt bei irgendeiner napolitanischen oder so frisch gemacht.
Aber es ist ein Riesending. Früher, bevor ich die kannte, hat man immer noch von den Leuten gehört, geht zur Losteria und die ragt da so über den Tellerrand rüber, die Pizza. So. Man hörte viel von der Pizza, also die hat einen sehr guten Ruf. Ich gehe hier komplett rein, erstmal in die Salami, weil ich mir von der anderen noch, sag ich mal, krankere Geschmacksexplosion verspreche. Haben Olivenöl auch noch mal oben drauf gemacht. Letztes Mal, muss man auch sagen, habe ich sie zum Mitnehmen gehabt, weil ich nicht dort filmen durfte. Im Karton halt, das ist auch immer noch mal eine andere Sache als so frisch. Salami ist geil. Und hier auch geil, nicht zu viel. Ich hatte letztens bei der Pizzabäckerin in Hamburg das Ding. Da war diese, das ist das Salsiccia, heißt sie, glaube ich. Die ist an sich natürlich sehr, sehr salzig. Ist aber hier punktuell nur an ein paar Stellen. Geht das klar, aber wenn es über die ganze Pizza rüber geht, das ist zu heftig. Schöner, dünner Rand. Das ist was anderes als das letzte Mal, wo ich hier war. Ihr müsst euch bei dem Rand so vorstellen, Leute. Ihr habt hier in dem Rand, nicht wie bei einer neapolitanischen, wo du einen riesen Hohlraum hast, aber du hast hier auch einen Hohlraum. Dann hast du quasi zwei dünne Teigplatten, die du zerbeißt, merkst diesen Hohlraum und beißt aufeinander. Du merkst halt dieses Knusprige und diese von der Haptik im Mund, diesen Unterschied, wie es aufeinander knackt. Da habe ich schon mal ein Stück Salat und Caesar-Dressing hier auch drauf gehabt. Das ist anders, eine andere Kreation und das ist auch mal wirklich sehr geil, sowas zu essen. Und wenn ich hier den besten Pizzabäcker daneben hätte, also von 10 Mal würde ich nicht öfter als 2 Mal da essen. Pizzen sind Pizzen, die sind mit Herz, mit Leidenschaft, das muss nicht immer gleich sein. Scheiß drauf jetzt hier. Schreit noch mehr, Leute. So aus battle-technischen Gründen würde mich interessieren, weil die sehr ähnelt vom Style her von der Pizzabäckerin, die ja auch sehr geil war. Da werde ich den Vergleich machen. Geil. Von Frank Rosin, die Pizzabäckerin, wo er gesagt hat, die beste Pizza in Hamburg, werde ich euch einen Vergleich machen. Gerade das auch nochmal hervorheben, weil die sehr ähnlich, wie Ahmed schon sagt, von der Dicke, von der Art der Pizza schon. Da kommt die interessantere Seite. Guck mal hier. Riecht so frisch, so Sandwich-Charakter auch durch dieses Caesar-Dressing. Ich schwör's, das riecht hier ein bisschen nach Big Mac. Ja. Also diese Kombi ist krank, Leute, sag ich euch ganz ehrlich. Die ist richtig, richtig, richtig gut, die Pizza. Cesare e Pollo. Ja, genau. Mhm. Schon echt sehr stark. Also diese Pizza auch für die Vegetarier unter euch, kann man auch sehr gut sagen, lasst das Chicken runter. Macht sie genauso ohne das Chicken. Ich sehe tatsächlich durch das Chicken keine Verbesserung gerade bei der Pizza. Es macht es nicht schlechter, aber keine Verbesserung. Auch schon mal trainieren. Ich beiß da rein und durch dieses Caesar-Dressing. Das ist ein Mix zwischen irgendeinem Burger, einem frischen Burger, Sandwich wiederum auch wieder. Durch den Käse, diese Kombi von den Käsesorten, hast du auch so einen Käsesoßencharakter, aber einen edlen. Nicht so billig Käse, sondern so wie eine Käsesoße über irgendwas drauf, aber wirklich gut, sagen wir mal zum Beispiel eine Pasta, drei Käse. Und diese drei Komponenten, Burger, Sandwich, drei Käsepizza, alles auf edel mit dem knackigen Salat. Gibt für mich ein Erlebnis, das habe ich so noch nicht gehabt. Und das werde ich gleich in meiner Bewertung wirklich, das werde ich wertschätzen gleich. Sehr, sehr stark. Ich hatte mich gewundert, dass sie mich hier filmen lassen, weil viele inzwischen vorsichtig sind. Ich habe ja auch gut mal Bewertungen rausgehauen, die einfach nicht gut waren. Wir blenden hier nochmal das Ranking ein, ganz entspannt. Wir haben die besten Pizzabäcker der Welt am Start und. Man muss einfach auch sagen, du kannst diese Pizza nicht vergleichen. Zum Schluss isst du was und bewertest den Geschmack. Ja, du kannst diese napolitanische vom Pizzabäcker, den besten der Welt, das kannst du in keinster Weise wie Äpfel und Birnen vergleichen. Die beste Pizzabäcker in Hamburgs, Aussage Frank Rosin, hat von mir 8 Punkte bekommen. Die Salami-Pizza hier würde ich mit einer 7,5 bewerten. Die ist für mich auf jeden Fall nochmal eine Ecke darunter, aber sehr, sehr lecker. Aber diese Caesar-Pizza, die war verdammt nochmal stark. Das ist für mich 9 von 10 Punkten. Das ist wirklich ganz wilde Geschichte. Also die Pizza kann ich mit bestem Gewissen jedem empfehlen, der diese Komponenten auf der Pizza mag und sich das vorstellen kann, dass die Pizza wirklich krank ist. Und jetzt gibt es für uns noch eine schöne Lasagne zum Abschluss. So, jetzt holen wir die Lasagne und ganz vielleicht, ich weiß noch nicht, noch ein Happen Dessert. Aber das werden wir gleich entscheiden. Guck mal, die Leute sitzen hier echt schön hier. Schön auf der Treppe da hinten. Das ist schon ein Spanderino. Robert, ich mache mir immer Gedanken, wenn man vorher fragt, weiß man, die lassen hier einen filmen und so. Und ich habe mich schon gewundert, weil große, sag ich mal, Ketten oder die größeren sind oft, sag ich mal, eher abgeneigt. Ich habe mich schon gewundert am Anfang, warum ihr so easy gesagt habt, machen wir. Aber eben bei der Pizza wirklich, die Caesar, da hast du mir ja was empfohlen. Boah, also da habe ich wirklich, und das vergebe ich ganz, ganz selten, ich fahre durch ganz Deutschland überall die besten Pizzen. Bester Pizzabäcker der Welt und da habe ich dir 9 von 10 Punkten für die Pizza gegeben. Das gebe ich sonst nie, ich schwör's dir. Manche denken dann vielleicht, okay, hat auch
aber es ist schon echt krass. Die hat mich komplett weggehauen. Ist ein raus, Mann. Ja, ja. Verstehe ich voll und ganz, warum ihr mich hier filmen lässt. Und das macht alles Sinn, weil ihr einfach überzeugt seid von euren Produkten. Definitiv, ja. Mhm. Das sind wir. Das können wir. Geil. Habt ihr auch Nachtisch, lecker Schmecker? Nachspeise ist, glaube ich, jetzt nicht so meins. Ja, haben wir. Wir haben Tiramisu, Panna Cotta, Schokosoufflé. Tartufo, also alles ins Herz begehrt. Ich nehme alle drei außer das Tiramisu. Überall mal reinsnacken. Alles klar. Geil, danke Mann. Super, gerne. Für euch Leute, gleich geht's los mit dem Nachtisch. Oh, dann nur mal ein ganz kleines Ding hier drauf. Da weiß ich jetzt schon, da kann sich Holger nicht unter Kontrolle halten. ist so. Ja, aber jetzt erstmal los zur Lasagne. Was da für eine Öl-Butterschicht drauf ist, ne? Das ist ja fast schon eklig. Im positiven Sinne eklig. Ja, ja. Dieses Perverse, Mann. Ja, guck mal hier doch. Das ist ja wirklich ganz viel. Und ganz viel Käse einfach. Merkt man hier, guck mal, Moment, einmal bitte hier drauf. Erster Bisschen nur Käse. Ich hab mir aber mal von einem Italiener sagen lassen, in der Lasagne kommt gar kein Käse. Außer ein bisschen Parmesan. Ehrlich? Ja. Sondern die lebt von der Béchamel-Soße. Ja. Und natürlich dem Rindfleisch-Ragout und siehst das. Wenn ich die zu Hause mache, auch mit schönen Béchamel-Soße, ist wirklich sehr geil. Schöne Käsenote jetzt. Schöne Parmesannote. Mein Geschmack trotzdem zu viel Käse, zu wenig Lasagneblätter. Dadurch auch das ganze Fett. Vielleicht kommst du zur Mitte hin. Aber ich fühle schon, was du sagst. Er sieht halt sehr käselastig aus. Also als wenn du gefühlt einen ganzen Käseball mit ein bisschen Teig dann kriegst. Sehr käselastig, ja. Und danach bist du auch K.O. Da musst du schon ein krasser Liebhaber von diesen Käsebomben sein. Rein neutral betrachtet wirklich, Leute, würde mich wundern, wenn das ein Verkaufsschlager wäre. Ich kann bei diesem Laden, ich sage es zu 100% nachvollziehen, bei dem Durchlauf so eine Quali. Und das Essen ist schon wirklich maximal stark. Dafür, dass man das nicht irgendwie kleiner Familienbetrieb nebenan, ein Laden oder vielleicht zwei, kann ich das ganz krank nachvollziehen. Hier war jetzt mehr Lasagneblatt. Die werden wissen, was sie machen. Die wird auch gut bestellt werden, sonst hätten sie die schon aus der Karte raus. Und auch sowas wird sein Liebhaber finden. Aber neutral betrachtet ist das zu viel Käse. Trotzdem lecker, ne? Also der Käse ist trotzdem gut. Gute Soße auch. Schöne, milde Tomatensoße an sich. Schöne Kruste aber vom Käse, das muss man auch sagen. Hier außen sieht man. Guck mal das. Das ist gut. Das ist lecker. Das. Das ist genau das, was man will als Käseliebhaber. Aber da gebe ich einfach mal, muss man ganz neutral bleiben, 6 von 10 Punkten. Ist trotzdem noch lecker. Nicht falsch verstehen, aber das ist zu viel Käse. Muss ich mich schon gut vorarbeiten, um, sag ich mal, die Specials da irgendwie rauszuschmecken. 6 von 10 ist fair. Tut für mich keinen Abbruch von der Meinung vom Laden. Ist ein Top-Laden, wirklich ein Top-Laden. Jetzt geht's zum leckeren Nachtisch. Panna Cotta. Schön lieblich, vanillig, süß. Ganz intensive Erdbeersoße. Das ist das, was ich mir privat auch sehr gerne bestelle. Milchig, nicht zu süß. Hätte ich mir ein klein bisschen weicher, geschmeidiger in der Konsistenz gewünscht. Das ist mein einziger Kritikpunkt daran. Sonst 8 von 10 Punkten von mir. Ganz starkes Ding. Tartufu. Ganz stark. Schöne Bitternote. Ich liebe ja auch bittere Schokolade, das ist schön herbe. Nicht sehr doll. Ich denke, das wird auch den allgemeinen Gaumen nicht treffen. Und hier bei so einem Laden, der so einen Umsatz macht, musst du den allgemeinen Gaumen treffen. Das, denke ich, ist auch Ziel bei so einem Konzept, weil sonst kannst du nicht so einen Umsatz fahren, wenn du dich auf irgendeine Schiene, irgendeine Nische, sag ich mal, festlegst. Boah, unten. Guck mal, Ahmed. Ich sage euch da ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich Tartufu esse. Nee, nicht das erste Mal, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Tofu? Tartufu. Oh. Ja. Ich denke, will der mich gerade verarschen? Das Gespräch gerade. Ja, wenn du das reinschneidet, dann würde man denken, hier sitzen zwei Sonderschüler. Guck mal, hier kommt die schwarze Creme auch nochmal unten. Schwarze Creme. 8 von 10 auch. Wirklich einfach lecker. Oh, weich, sahnig. Ich glaub, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der sieht auch, ich glaube, den schnürfst du auch einfach weg so. Richtig schön aufgeschlagen, richtig schön weich, als wird sich dahinter jeder Pore nochmal irgendwie, als hätten die da Luft reingepumpt, wisst ihr? Ein Gedicht. Das nochmal ein Highlight hier. Hier ist denn die Erdbeeren. Der ist gefährlich, Ahmed. Wirklich, das hast du schön ausgedrückt.
Geil gesagt. Ja. Den kriegst du so schnell weggeballert. Die frischen auch durch die Früchte. Die Erdbeeren sind vernünftig. Gute Erdbeeren zu kriegen. Schwer, Mann. Ist schwerer als gutes Koks zu bekommen. Schwer. Das ist ein 9 von 10 von mir. Für mich. Oh, stark. Das ist wieder so eine Kategorie. Esse ich das erste Mal, brauche ich einen Messgrad, kann ich nicht gleich eine 10 von 10 oder so geben, weil zum ersten Mal gegessen, aber das ist einfach krank. Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke an die Losteria fürs Drehen. Es macht sich bezahlt. War, als wenn du so jemanden so winkst. Hab ich gemacht, ja. Hab ich echt gemacht? Ja, weiß ich nicht, sah so aus. Essen, das ist die Hauptsache, war für mich Hammer. Ich kann das sowas von nachvollziehen, dass die einen guten Umsatz fahren. Das ist einfach für die breite Masse in der Menge, wie die das machen, ganz, ganz wilde Quali. So geile Kreation. Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne den Daumen oben da. Richtig knallen lassen, Mann. Richtig knallen lassen, den Daumen oben für den Algorithmus. Und für den Algorithmus nochmal das Kommentar reinknallen, wie ihr das Video fandet. Und das Abo, Leute. Abonniert mich, Mann. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.